Mein Name ist Miriam Hurtig. Ich bin Mitarbeiterin bei der ABC Finance GmbH. Wir sind eine Leasing- und Finanzierungsgesellschaft, die seit bald 40 Jahren am Markt besteht. Und ich bin speziell zuständig mit drei weiteren Kollegen für Medientechnik. Das heißt, wir kümmern uns nur um Veranstaltungstechnik, Broadcast, Film, Fernsehen, Licht, Ton, alles, was an Medientechnik-Investitionen ansteht, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Wir haben eine Branchenlösung dafür geschaffen, die sich Media Solutions nennt, weil wir wissen, dass diese Branche ihre Eigenheiten hat und man sich damit ein bisschen auseinandersetzen muss, die Branche kennen muss, die Objekte kennen muss und haben deswegen auch spezielle Vertragsgestaltungen, zum Beispiel eine Rahmengenehmigung, was wir sehr gerne machen, weil die Medienbranche oft kurzfristige Investitionen erforderlich macht. Ein Projekt wird spontan entschieden, dann heißt es, jetzt muss ich dafür kaufen. Dann richten wir für unsere Kunden einen Rahmen ein. Wir prüfen einmal alle Unterlagen, wenn wir Zeit haben und kein Stress ist. Und der Kunde weiß dann aber auch für zukünftige Projekte, er muss sich nicht mehr lange einen Finanzierungs-Leasing-Partner suchen, sondern hat bei uns seinen Rahmen stehen, auf den er kurzfristig zugreifen kann. Das ist jetzt zum Beispiel ein Werkzeug, das wir speziell für diese Branche gerne anbieten und auch sehr, sehr gerne genutzt wird. Wir bieten Leasing und Finanzierung, also Finanzierung den klassischen Mietkauf an. Wir bieten aber eben auch Leasing an. Es kommt immer darauf an, was für das Unternehmen Sinn macht. Also wir können beides. Leasing hat eben den Vorteil, dass es bilanzneutral ist, dass die Leasingraten direkt als Betriebsausgabe abgesetzt werden können und dass ich mich so ein bisschen abseits der AFA halten kann und unter Umständen auch hochpreisige Technik relativ schnell runterfinanziert habe durch Leasing. Das ist mit einem sicherlich die Hausbank und zum anderen aber sicherlich auch ein neutraler, freier Partner, so wie wir zum Beispiel, die sich mit der Technik, mit der Branche auskennen, aber eben zusätzliche Mittel bieten, Möglichkeiten bieten, um sich eben Liquidität zu sparen, Freiraum zu schaffen für Investitionen und auch Projekte realisieren zu können, die ansonsten vielleicht nicht möglich wären. Das heißt, wir begleiten Firmen von Anfang an und freuen uns, wenn die sich positiv weiterentwickeln und ja, mit uns gemeinsam wachsen. Wir wissen, dass es ein saisonales Geschäft ist. Der eine hat im Sommer die tollen Monate, im Winter sind sie mau. Der andere macht viel Industrie im Winter und der Sommer ist mau. Dafür bieten wir saisonale Ratenverläufe, wenn der Kunde weiß, der Juli, August, September ist ein starker Monat, dann können wir die Raten so kalkulieren, dass die in diesen Monaten auch höher sind und in den mauen Wintermonaten, zum Beispiel Januar, Februar, März, die Raten entsprechend ein bisschen runterfahren und so eben individuell auf die Bedürfnisse vom Kunden eingehen. Der Kunde kann in bestehende Leasingverträge, Technik nachinvestieren und hat eben somit die Möglichkeit, entweder die Laufzeit entsprechend anzupassen oder die Rate entsprechend zu verändern, wenn es sich um nachzurüstende Technik handelt, die mit dem ersten Objekt schon vielleicht in Zusammenhang steht und wo es Sinn macht, das in ein Paket zu packen, hat dann damit auch einen Leasingbetrag, der abgebucht wird und nicht eben drei, vier verschiedene und kann damit flexibel und individuell wieder auf sich zugeschnitten seine Investitionen tätigen.